Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, zu der 10. Folge mit unserer lieben Penny, Korga und natürlich unser persönlichen Garten, mit der immer noch darum steht. Und ja, in der letzten Folge sind die beiden endgültig zusammengekommen. Was ich auch hoffen möchte, ja, der Gartenzombie steht immer noch da. Und Penny isst, du, ja, verabschiede dich mal von dem und dann, so, Korga, du kannst eigentlich auch mal aufstehen. Kannst du das mal aufräumen? Wiedersehen. Penny wird dick. Ah, Penny wird dick. Oh nein. Egal. Ja, unser persönlicher Garten ist immer noch da. Ja. Aber dann kann Korga hier mal, nein, nicht betrachten. Unkraut jeden. So, Penny kann das mal abspülen. Danach kannst du den Baum ernten. Danach kannst du den Baum gießen. Und ich werde den beiden jetzt mal ein Fahrrad holen. Auf alle Fälle für Korga, der ist mir ein bisschen zu dick. Da hole ich mal gleich zwei. Einen für Penny und einen für Korga. Dann kann die liebe Penny doch gleich mal anfangen zu trainieren. Ich weiß nicht, ob unser persönlicher Gartenzombie noch draußen ist. Können wir mal husch husch gucken. Ja, er läuft immer noch da rum. Und ja, ich könnte das jetzt da einfach mal wegmachen, aber nö, warum denn auch? So, Korga macht Gartenarbeit. Das ist super. Kannst du einen auch mal ein bisschen abspecken? Du bist nämlich viel zu fett geworden, mein Freund. Was rauscht denn hier so? Hier hinten ist doch kein Wasser, oder? Egal. So, also, der Gartenzombie ist immer noch da. Was machst du, du? Nein, 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 nein. Lass trainieren. Lass bloß hier den Zombie da. Lass den Zombie da, wo er ist. Ich habe eine Idee jetzt. Ich sperre den da jetzt nämlich komplett ein. Diesen Zombie. So, dann gehe ich einmal kurz dahin. Gehe ich dahin. Gehe ich auf Zaun. Aber welchen Zaun hatte ich denn? Ach du je. Der war das. Genau. Jetzt kommt er nämlich gar nicht mehr da raus. So. Ich sperre Zombies in den Garten. So. So. So, näher ran. Ah, dir geht's gut, du brauchst Energie und Haaren. Wie geht es dir? Ja, dir geht's eigentlich nur ganz gut, ne? Machen wir mal ein bisschen schneller. So. Kannst du benutzen. Duschen.
Kannst du schlafen gehen? Unsere Penny geht's immer noch super. Anstrengend, ich weiß. Unser Garten. Zombie rennt immer noch darum. Ich habe ihn ja mittlerweile eingesperrt, jetzt kann er auch nicht mehr weglaufen. So, dann kannst du nicht. Kannst du mal ans Telefon gehen. So, unsere Penny ist wieder schlank. Kannst du da mal abheben gehen? Und ja. Ja, wer ist da? Warum gehen sie mir mitten in der Nacht um 1:30 auf die Nerven? Achso, die ist schon wieder. Wie ist zu euch gekommen, dass sie sich für Fitness interessieren? Stimmt doch gar nicht. Was machst du? Du musst weiter trainieren. Guck mal, was die Frau einen Ehrgeiz hat. Die Frau will unbedingt was an ihrer Figur tun. Du gehst schlafen. Du bist immer noch ziemlich fett. My friend. Weiß man hier bin schneller. So. Dann kannst du es sein lassen, kannst du nicht auch mal schlafen gehen. Ich will, also ich bin jetzt mal gespannt, wann der Gartenzombie hier bei mir im Garten stirbt. Und ja. Einfach mal gucken, wann der stirbt. Und ja. So, Korga, die jetzt. Was brauchst du denn? Kannst du mal aufstehen, kannst du mal hier Frühstück essen. Und zwar Müsli. Das soll ja gut für die Nerven sein. So. Videospiele spielen. Müsli essen. Machst du ja gerade. Unsere Penny kann dann hier gleich das benutzen. Dann kann sie duschen. Dann kann sie das säubern. Unser Korga kann gleich mal hier das hier reparieren. Was für ein Meisterkoch. Korga hat sich einen Fähigkeitspunkt. Ja. Interessiert mich nicht. So, dann macht man hier ein bisschen, hoch, bin zu schnell mit der Kamera. Ich verstehe die YouTuber nicht, wie die meisten Sim-Spieler, wie die das schaffen. Ja, okay, langsam geht's ja. Aber dieses, ja, müsste ich eigentlich hinkriegen. Unser Garten-Zombie ist immer noch da, der und der kommt immer noch nicht raus. Ha, Pech gehabt. Bist du fertig mit Essen? Nein, anscheinend noch nicht. So, hast du Hunger, meine Liebe? Hygiene und Spaß brauchst du. Unser Garten-Zombie stinkt. Irgendwann verrottet der. Können Zombies eigentlich sterben? Weiß es nicht. Ist nämlich das erste Mal, dass einer meiner Sims zum Zombie geworden ist. Kannst du hier ein bisschen. Ne, dann kannst du hier das mal betrachten. Irgendeiner hatte mir gesagt, wenn man Sachen betrachtet, kriegt man auch Spaß. Und wieso glitscht die Maus immer so rum? Hallo Zombie. Da liegt unser Garten vor mir und schläft einfach bei uns in dem Garten. Haha. Wer war schuld, Robin? Bist da reingekommen, also hättest du da auch wieder rauskommen können. Aber hast du das Ding. Er hat es repariert. Ich glaube nicht. Da kann die Penny doch gleich auch mal damit reinsteigen.
Weil ihr Wunsch ist ja Techtelmechtel im Whirlpool. Und den Wunsch erfüllen wir ihr. So, dann geht mal schnell in den Whirlpool, meine Liebe. Dein Zukünftiger wartet schon. Huch. Und ja, so. Kuscheln. Oh, toll. Ah ja, das war's ja wohl mit Kuscheln. Techtel. Jupp. So. Hier geht's ordentlich ab im Pool. Ist kalt, aber egal. Techtelmechtel in der Öffentlichkeit. Fit werden. So, dann könntest du noch auch mal rauskommen. Dann gönn dir noch schnell einen Snack. Schnell. Was möchtest du machen? Okay. Du möchtest ein Videospiel kaufen. Ach, spielen, okay. Also es noch tun. Kannst du mal Sims 3 spielen. Musst du heute eigentlich auch arbeiten? Ja. Aber erst um 17 Uhr, das ist doch super. Was ist mit unserem Garten drum? Der liegt immer noch darum. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Wie da liegt und stinkt und verwest, auf Deutsch gesagt. So, hör auf, geh arbeiten. Ja, alte Frau ist kein D-Zug, ja, Mann. Ja, wir machen mal lieber Waffeln. Ihr habt ja gesehen, was bei Familie Reich passiert ist. Da hat Katja einfach mal vergessen, die Waffeln aus dem Ofen zu nehmen. Und es dann angefangen hat zu brennen. Kannst du auch nicht weiter essen? Egal. So. Noch 5 Minuten. So. So, danach kannst du das säubern, aber erst wenn du gegessen hast. Nicht, dass irgendwann der Zombie irgendwie versucht, in mein Haus zu kommen. Ich kann ihn aber auch nicht anklingen oder so. Ich kann ihn ja auch nicht wegschicken oder so. Aber ist mega hart, er bleibt da, wo er ist. So. Das ist fertig hier neben mir. Ach, das machst du aber fein. Kannst du das bitte aufwischen, säubern? Danach kannst du es benutzen. Danach kannst du das ernten. Danach kannst du gießen. Danach kannst du Bett machen. Ja, mach mal. Lass uns mal reinigen. Das Telefon interessiert mich gerade nicht. Aber das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Gott. Auch nervt doch nicht. Geh doch da mal einfach dran.
Dann kommt da aber echt nicht mehr raus, aber ist mir auch egal. So, dann kannst du hier nochmal jetzt ernten. Dann kannst du das hier bitte auch mal wegräumen. Na. Und danach kannst du hier noch mal ein bisschen abspecken, mein Freund. Und ja. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier vielleicht das Kinderzimmer reinpacken. Oder vielleicht doch woanders. Ich habe ja die Villa gebaut, also das Haus, was am Montag online gegangen ist. Mach mal. Was am Montag online gegangen ist im Speedbuild. Und da könnt ihr mir doch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob wir Penny und Cora dort einziehen lassen sollen. Da ist auch jede Menge Platz für die beiden. Schade, ich kann meinen Garten zum Mittag halt nicht mitnehmen. Aber egal. So. Ach, bist du schon wieder müde? Wie sieht's eigentlich mit dem Fitnesslevel aus? Ja, es wird, es wird. So, dann hören wir bitte auf. Dann gehen wir. Ja, ich hab. Oh, schnell, 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 schnell. So, unser Korga sieht wieder besser aus. Was möchtest du? Wie geht's dir eigentlich, meine Liebe? Energie, ne? Gott. Wir haben doch hier irgendwo da. Lernen, kochen. Wie freundest du dich eigentlich hier mit Iris Mangraf an? Na? Der Garten ist immer noch da. Ja, du kommst da nicht raus. So, Korga. Sorry, müssen aber jetzt mal aufstehen. Hier, die Alte zockt. Warte mal eben. Mach mal was zu essen. Mittagessen, Hawaii-Toast. Dann stelle ich den Garten zu mir mal was zu essen dorthin. Ja. Selber schuld, Zombie. So, das machen wir noch eben schnell. Komm ein bisschen schneller. Stopp, hör auf zu essen. Geh hier hin. So. Ein wildes Robin. Ein wildes Zombie-Kind. Da steht was zu essen. Hallo, da steht etwas. Robin, da steht was zu essen. So. Jetzt kommt die auch nicht da raus, oder was? Was meinst du? Ja, ein Zombie. Ja, da steht ein Zombie. Da würde ich nicht hingehen. Geh nicht zu dem Zombie, er will dein Gehirn essen. Ja, da steht eine Hecke. Da kommt sie nicht durch. So, jetzt haben wir nicht nur
Guckt euch den Blick an. Guckt euch diesen Blick an, wie er sie anguckt durch die Hauswand. Aber ich würde sagen, das war's wieder von der Folge. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann werden wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin einen angenehmen Tag oder wenn ihr es abends guckt, einen wunderschönen Abend. Und ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Fitnessflo.